Ich möchte gerne beginnen beim Herzstück unseres RS3. Da kommt zusammen, was zusammengehört, nämlich der preisgekrönte 5-Zylinder und der RS3. Hier leisten wir 400 PS früher und länger als beim Vorgänger und 500 Newtonmeter. Das ermöglicht uns wiederum den Sprint von 0 auf 100 in 3,8 Sekunden. Ein weiteres Highlight bei unserem RS3 ist der komplette Antriebsstrang von vorne bis hinten. Angefangen beim Motor bis über den verstärkten Winkeltrieb, welcher uns ermöglicht, die 500 Newtonmeter über ein Plateau komplett halten zu können, bis 5600 Umdrehungen, wo dann die Leistung komplett anliegt bis zum Drehzahlband 7000 Umdrehungen. Neu im RS3 ist auch der RS Torx Splitter. Der ist jetzt so ausgebaut, dass wir nicht mehr vor dem Hinterachsgetriebe eine Kupplung haben, welche öffnet und schließt und wir die Räder einbremsen müssen über das Torque Vectoring. Wir haben es jetzt so gelöst, dass wir an beiden Antriebswellen eine Kupplung haben, die jeweils öffnen, schließen oder halb öffnen, schließen kann. Und das ermöglicht mir entweder die volle Verlagerung auf das kurvenäußere Rad oder auf das kurveninnere. So kann ich stabilisieren oder auch agilisieren. Bis zu 1750 Newtonmeter kann ich an eine Radseite schieben. Wir haben auch erstmalig zwei neue RS-Modis in unserem RS3 angeboten. Das heißt, wir haben den RS-Performance-Mode, der gemeinschaftlich mit dem Semi-Slick für die Rundstrecke konzipiert worden ist. Diesen gibt es ab Werk und auch dafür ein RS3-spezifisches Schwenklager mit knapp einem Grad mehr negativen Sturz. Auch an der Hinterachse haben wir, um die Querdynamik und die Längsdynamik dementsprechend auch auf die Straße zu bringen, einen steiferen Radträger ins Fahrzeug gebracht, welcher ein halbes Grad mehr negativen Sturz aufweist. Im RS Performance Mode agiert der RS Torx Splitter so, dass wir weder übersteuern noch untersteuer provozieren, sodass wir schnellstmöglich aus der Kurve heraus beschleunigen können. Eigens für den RS3 Torx Splitter haben wir einen RS-Modus entwickelt, nämlich den RS Torque Rear. Der ermöglicht auf geschlossenen Strecken einen kontrollierten Drift. Das Deco 500 hat sich auch mit dem RS3 weiterentwickelt. Wir haben mit dem neuen Steuergerät die Möglichkeit, Segeln mit Motor an zu realisieren. Das heißt, im Efficiency Mode, welcher auch erstmalig im RS3 angeboten wird, können wir segeln und somit spritsparend auch über die Autobahn gleiten. Wir können zwischen drei verschiedenen Höchstgeschwindigkeiten wählen. 250 abgeregelt, 280 abgeregelt und erstmalig 290 gemeinschaftlich mit dem Dynamikpaket, wo die Bremsen in einem Keramikverbund ausgeführt sind. Wir haben die Bremse bei unserem RS3 komplett neu entwickelt. Sowohl die Stahl- als auch die optional erhältliche Keramikbremse. Dafür haben wir RS3-spezifische Luftgleitschaufeln vor den Querlenkern neu geometrisch konstruiert und entwickelt. Der RS3 ist gegenüber dem S3 nochmal um 10 mm tiefer gelegt, gegenüber dem Basismodell 25 mm. Wir haben bei der Abgasanlage gegenüber dem Vorgänger jetzt etwas Neuartiges reingebracht, nämlich eine vollvariable Klappenstellung. Das heißt, der alte RS3 konnte zumachen. Beim neuen RS3 ist uns der Verstellwinkel in jeglichen Gradzahlen möglich. Das heißt, wir können angepasst an die Fahrsituation, um auch die Gesetzesgebung natürlich zu erfüllen, die Klappenstellung komplett variieren. Und hier endet unsere gemeinsame technische Reise vorerst. Und ich möchte gerne an meinen Kollegen Marcel Alexander Hübner übergeben, der Ihnen jetzt die Welt des RS3s im Inneren zeigen wird. Danke, Marvin. Was im neuen RS3 Interior hier direkt auffällt, sind die grünen Akzente. Das Alcantara-Lenkrad inklusive grüner 12-Uhr-Markierung und grünen Kontrastdähten sowie die RS-Fußmatte und die Sicherheitsgurte mit grünen Akzenten sind Teil des RS-Designpakets. Im RS-Designpaket Plus sind in den Ausströmern die Mittellamelle in grün ausgeführt sowie die Sitzschultern in Dynamica-Grün. Eine gute Differenzierung bildet die neue RS-spezifische Dekoreinlage in Carbon-Atlas-Matt, die dem Fahrzeug im Inneren einen besonders sportlichen Look verleiht. Unser RS-Lenkrad, unten abgeflacht, wurde nochmal aufgewertet durch RS-spezifische Schaltpedals inklusive Durchbruch sowie der neuen RS-Mode-Taste. Im serienmäßig 12,3 Zoll großen Virtual Cockpit Design haben wir eine neue Grafik installiert, den RS-Runway. Der RS-Runway erinnert an eine Fluglandebahn,
auf der uns die Drehzahl entgegenkommt und sorgt somit für deutlich mehr Emotionalität. Über das Virtual Cockpit ist es außerdem noch möglich, die Beschleunigung zu messen. Von 0 auf 100, von 0 auf 200, Viertelmeile und Achtelmeile. Zusätzlich zu dem RS One-Way Design haben wir natürlich auch unsere klassischen RS Performance und RS Sport Anzeigen im Angebot. Der RS Monitor bietet den Kunden noch mehr Fahrzeuginformationen. Zum einen das Motoröl sowie das Getriebeöl, als auch die G-Meter-Anzeige sowie Reifendruckkontrollanzeige. Ich bin total stolz drauf, dass wir als gesamtes Team das Fahrzeug in allen Details verbessern konnten und freue mich jetzt riesig, wenn das Fahrzeug endlich auf der Straße zu sehen ist. Für mich ist der RS3 der Beste seiner Art. Der König der Kompakten. Wir haben so viel Liebe ins Detail gesteckt, um auch dem Kunden ein Fahrgefühl zu geben, was er noch nie erlebt hat. Ein Fahren in einer anderen Dimension. Sowohl sportlich als auch alltagstauglich.